Und das ist das neue Europa-Pack für Planet Zoo, das vielleicht letzte DLC, was für das Spiel rauskommen wird. Und das Ganze erscheint am 14. Dezember, also gar nicht mehr so lang hin, ungefähr, ja, genau eine Woche oder fast genau eine Woche. Und es kommt gleichzeitig mit dem kostenlosen Update 1.8, was jeder sich kostenlos runterladen kann. Und was durch das Update ins Spiel kommt, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Darauf werden wir nämlich in diesem Video nicht eingehen. Wir gehen vielmehr auf das neue Europa-Pack ein, denn dieses bringt wundervolle Tiere in das Spiel. Einmal den eurasischen Luchs, den habt ihr ja gerade schon gesehen. Dann haben wir hier einmal den Alpensteinbock, auch sehr, sehr cool, wie der aussieht. Richtig langes Horn und ganz, ganz süße, knuffige Babys. Dann haben wir noch den europäischen Dachs, der kann sich sogar Höhlen bauen und dort kann man den auch beobachten in den Höhlen. Außerdem haben wir noch den Dammhirsch und zu guter Letzt auch noch ein Vivarientier, nämlich den Feuersalamander. Also insgesamt 5 Tiere in dem Pack, aber das war noch nicht alles, denn wenn wir hier runtergehen, sieht man auch noch, dass über 250 neue Szenerie-Items in das Spiel kommen, welche inspiriert sind durch europäische Länder und Kulturen, unter anderem Italien, Frankreich, Deutschland, Niederlande und Schweiz. Außerdem bekommen wir auch noch ein neues Szenario durch das DLC dazu. Und das Ganze wird 9,99 € kosten und erscheint, wie gesagt, am 14. Dezember. Also das waren jetzt schon kurz und knackig eigentlich alle Infos über das DLC. Warum ich das Ganze nicht ausführlicher und länger mache, liegt einfach daran, dass bei mir momentan bei Planet Zoo irgendwie der Anreiz fehlt und die Luft raus ist. Und ich muss auch sagen, dass dieses Europa-Pack jetzt keine Tiere in das Spiel bringt, wo ich sage, oh mein Gott, das muss ich unbedingt haben, unbedingt spielen. Und deshalb, ich wollte euch diese Info natürlich nicht vorenthalten, ich wollte euch informieren, aber ich selber bin persönlich nicht so gehypt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es mir überhaupt kaufen werde. Also das kann ich euch nicht sagen. Also wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze aussieht und ich das am 14. nicht spielen sollte, dann schaut am besten irgendwie bei den YouTube-Kollegen oder so vorbei. Da gibt es sicherlich einige, die da richtig Bock drauf haben. Aber momentan habe ich einfach Spiele, die mich ein bisschen mehr catchen. Und ja, dieses Europa-Paket hat mich einfach persönlich nicht so überzeugt. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung zu Planet Zoo und diesem neuen DLC in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gut informiert. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.